Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen YouTube-Video. Es gibt einen DM-Haul. Ich habe online bestellt, aber ich war auch heute noch beim DM vor Ort. Und was ich alles Schönes gekauft habe, seht ihr jetzt. Viel Spaß! So, wie gesagt, ich war heute beim DM. Ich habe hier einen Beutel voll mit DM-Sachen und ich habe online bestellt. So, wir packen jetzt erstmal das aus, was hier drin ist. Und zwar habe ich ein paar Sachen gebraucht, fürs Krankenhaus. Ich bin nächste Woche für 7 Tage im Krankenhaus. Auf YouTube, auf Instagram, die wissen Bescheid. Also meine zweite LVA-OP steht an und deswegen, ja, bin ich wie gesagt ein paar Tage im Krankenhaus und da wollte ich noch ein paar Sachen für einkaufen. Und das zeige ich euch jetzt. Preise blende ich euch wie immer hier irgendwo ein. Als erstes, nicht fürs Krankenhaus, sondern für mein Zuhause, habe ich wieder diese Swiffer-Dinger hier nachgekauft. Hier sind 4 Stück drin. Ich benutze diesen Swiffer ganz gerne mal. Normalerweise wische ich die ganzen Staubflächen ab mit einem feuchten Tuch. Gerne auch von Denk mit diese Tücher, aber wenn ich keine Zeit habe, wenn es mal eben schnell gehen muss, dann nehme ich immer den Swiffer und das sind diese Aufsätze dafür. Geht auch, ist gut. So, Kassenbons. Dann habe ich nochmal 2 Zahnbürsten gekauft, auch für mich zu Hause hier. Die sind von Dr. Best und die habe ich auch schon, aber ich habe gesehen, die sind reduziert. Die standen da vorne in der Nähe von der Kasse auf diesem, was auch immer, wo die Sachen stehen, die so reduziert sind. Und dann habe ich das gesehen und habe ich auch nochmal mitgenommen. Zahnbürsten braucht man immer. Man soll ja auch immer alle paar Monate die Zahnbürste wechseln, auch wenn man jetzt irgendwie krank war, Grippe hatte oder so, dann wechsle ich immer meine Zahnbürste. Und ich finde die ganz süß hier, so in diesem Orange. Die haben auch so ein Herzchen drauf, ist ganz niedlich. Und ja, war reduziert, habe ich jetzt einfach mal mitgenommen. Dann noch 2 Sachen, die auch neu sind. Also es gibt ganz viele Neuheiten im DM. Wenn dieses Video online kommt, habe ich auch schon mein Neuheiten im DM im Oktober Reel online gestellt, also hier auf YouTube als Short und auf Instagram als Reel. Da seht ihr alle Neuheiten und da habe ich mir diese beiden hier mitgenommen. Von DM Bio einmal Vanille Agavensirup und einmal den Zimt Agavensirup, genau. Ich kann mich erinnern, dass es die beiden auch letztes Jahr und vorletztes Jahr, glaube ich, schon gab und die finde ich super gut, Vanille und Zimt. Es gab auch noch Pumpkin Spice, aber ich finde die beiden hier besser. Und die benutze ich ganz gerne mal so für mein Müsli, in Joghurt oder sehr gerne auch in meinen Kaffee. Also Cappuccino, Latte Macchiato. Ja, kann man auch fürs Backen benutzen, kann man für Pancakes oben drüber machen. Ja, hier steht es auch für Dessert, Gebäck und Getränke. Ist auch vegan. So, jetzt kommen aber die Sachen fürs Krankenhaus. Da habe ich mir einmal von Ebelin feuchte Waschlappen mitgenommen. Ich darf leider mich nicht duschen. Ich darf nur liegen und deswegen werden diese Waschlappen zum Einsatz kommen. Ja, da sind 30 Stück drin mit Seidenextrakt für empfindliche Haut. Also die werde ich auf jeden Fall benutzen. Dann habe ich nochmal die hier mitgenommen von HIP für Gesicht und für Hände, Körper, was auch immer. Die sind ganz gut, weil die haben hier diesen Verschluss. Also die Tücher, die können nicht austrocknen, wenn man das zumacht hier. Und das finde ich ganz praktisch mit diesem Deckel. Aber ich muss sagen, also ich habe immer in meiner Tasche, in meiner Handtasche, habe ich immer feuchte Tücher. 1-2 Pakete, noch Taschentücher immer auch drin. Ich glaube, wenn jemand Fremdes meine Tasche durchwühlen würde, der würde denken, das ist irgendwie eine Mutter mit 2 kleinen Kindern, die immer Feuchttücher bei sich hat in der Tasche. Aber nein, ich benutze die auch selber. Also ich finde, man braucht das immer, wenn man sich irgendwie mal die Hände mal so frisch machen möchte und jetzt nicht Hände waschen, sondern mal eben so desinfizieren mit so feuchten Tüchern oder für irgendwas braucht man immer feuchte Tücher. Und deswegen habe ich auch nochmal die hier mitgenommen von Tempo. Das sind so kleine hier. Die standen in der Abteilung, wo die ganzen Mini-Reisegrößen sind. Genau. Das sind eigentlich feuchte Toilettentücher. Reinigt besser als Toilettenpapier alleine. Hier sind 10 Stück drin. Genau. Hat man einfach immer mal in der Handtasche, um sich frisch zu machen. Nicht nur jetzt fürs Krankenhaus.
ist bei mir häufig in der Tasche. So, dann habe ich nochmal Augen-Make-up-Entferner mitgenommen von Nivea. Und dann auch fürs Krankenhaus ein Mini-Deo hier von Dove. Ich nehme sonst immer Rexona, aber ich wollte jetzt mal Dove testen. Was haben wir hier noch? Ein paar Snacks habe ich hier noch. Einmal Pralinis, Linis Bites. Ich glaube, das ist neu. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich wollte es mal testen. Die. Und auch zum Snacken sind hier so Erdbeeren in Schokolade. Auch mal so zum Snacken. Und auch zum Snacken und zum Probieren. Das ist nämlich neu von der Embio Choc Nuts Milch Mandel Nuss. Fokussiert das? Yes. Also das habe ich mal mitgenommen. Das ist so ein kleiner Riegel. Dann habe ich mir Trockenshampoo mitgenommen. Ganz, ganz, ganz wichtig. 7 Tage keine Haare waschen ist für mich schon... ist schon hart, deswegen Trockenshampoo wird mein bester Freund sein. Ich habe hier dieses kleine von Batiste mit Kirsche. Dann habe ich eine Mini-Zahnpasta von Odol Med. So. Dann habe ich mal noch mitgenommen von Pool Moll Cassis, zuckerfrei, so kleine Bonbons. Na, kann man auch in meiner Handtasche gut haben. Und was neu ist, das habe ich mir 2-mal gekauft von Balea, eine Handcreme Limited Edition. Das ist ein Duft nach Kirsche und Rose. Riecht richtig, richtig gut. Ich glaube, ich trage mir den jetzt mal auf und mache so einen Live-Test. Wartet mal, ich zeige euch mal, wie das aussieht. Super schönes Design. Davon gibt es... Fokussiert das? Jetzt. Super schönes Design, muss ich wirklich sagen. Und davon gibt es ein Duschgel, davon gibt es, ich glaube, auch ein Shampoo, Spülung, also Bodylotion, bin ich gerade nicht sicher. Aber mehrere Sachen gibt es. Und also ich habe mir das mal, trage mir das mal auf. Ach, also Kirsche und Rose. Ach, das riecht richtig lecker. Richtig schön. Die zieht auch schnell ein. Ich habe jetzt aber auch wenig aufgetragen. Die wollte ich auch mitnehmen ins Krankenhaus. Mal schauen, die andere werde ich wahrscheinlich verschenken. Ja, ist so ein schöner Duft. Ich finde, die Kirsche kommt sehr stark raus. Gefällt mir. So, und dann, Leute, gab es eine Limited Edition von Alverde. Und ich bin eigentlich nicht so der Alverde-Fan. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert, die waren Flop für mich. Deswegen habe ich mich da nicht mehr so rangetraut. Aber... diese LA, die ist so schön. Ich werde euch das vielleicht mal hier einspielen. Das ist so genau meins. Rose, rosa Farbe, ganz zart alles gehalten. Und da gab es Lippenstifte, Lipgloss, eine getönte Tagescreme, dann noch so ein Primer, glaube ich. Und ich habe mir jetzt 3 Sachen mitgenommen. 2 Lippenstifte, die so, so schön sind. Also... ich war drauf und dran, mir sie doppelt zu kaufen, weil ich habe Angst, dass das ausverkauft ist und dass ich dann nie wieder diese wunderschönen Farben kriegen werde. So sieht das aus. Also erstmal die Umverpackung ist wunderschön. So ganz zartes Rosé und dann hier mit Gold so drauf geschrieben. Ageless Beauty Lipstick Alverde Naturkosmetik. So, ich werde euch das mal swatchen und hier einblenden, wie das aussieht. Ich habe die Nummer 1, Nude Elegance, und die Nummer 2, Rosewood Dream. Beides wunderschöne Farben. Ganz toll. So, und dann habe ich auch aus dieser Reihe mir so ein Serum Primer noch mitgenommen. Es gab auch 3 BB-Creams, so in der Art, aber keine Farbe war irgendwie so für mich passend. Deswegen habe ich mir jetzt nur diesen Primer mitgenommen. Der hat aber etwas, was ich ein bisschen brauche, und zwar korrigiert er so die Rötungen. Und wenn ich ungeschminkt bin, dann habe ich ganz häufig so in diesem Wangen- und Nasenbereich Rötungen. Werd auch häufig darauf angesprochen, warum ich so rot im Gesicht bin. Und ich sage dann immer, ja, so bin ich halt eben, ne, wenn ich nicht geschminkt bin. Und hier, ich lese euch mal vor. Dieser Primer spendet intensive Feuchtigkeit und gleicht Rötungen und Irritationen optisch aus. Mit Bio-Wildrosenöl und Squalan mildert erste Fältchen, mattiert und ist speziell auf die Bedürfnisse reifer Haut abgestimmt. So.
Ich bin 31, habe eigentlich also schon reife Haut und ich glaube, ich werde den mal in einem Live-Test testen. Ich glaube, hier als Reel und als YouTube-Short werde ich euch das mal hochladen. Aber es hat mich halt sehr angesprochen. Vor allem diese Lippenstifte. Damit sind wir jetzt hier fertig und jetzt kommen wir zu dem Paket. Ich mache das jetzt mal eben hier auf. Ich weiß gar nicht mehr richtig, was ich bestellt habe, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich hole euch ein kleines bisschen näher. Ich habe das erste Mal bei DM im Laden bestellt und ich dachte, ich muss an die Kasse gehen und da ist mein Paket. Aber dann habe ich schnell gemerkt, dass es da so eine Packstation gibt. So sieht das Paket aus. Also, ich habe mir auch fürs Krankenhaus so zum Snacken Dinkelstangen bestellt. Die sind mit Sesam. Die habe ich vor ein paar Wochen zum allerersten Mal probiert und ich fand die so lecker. Die sind so richtig schön knusprig. Und ich habe mir zwei Tüten habe ich mir bestellt. Dinkelstangen Sesam von DM Bio. Kann man machen. Dann, Leute, habe ich mir was bestellt, was ich super, super gerne jetzt im Herbst esse. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch so verrückt seid nach Marone. Ich liebe Maronen, vor allem wenn sie so schön heiß sind. Also auf dem Weihnachtsmarkt frische, heiße Maronen. Oh, es gibt nichts Besseres. Ich habe mir 1, 2, 3, 4, 5 Stück gekauft. Ich hatte sie schon mal probiert. Es ist leider eine Limited Edition. Also im Laden gibt es sie auch nicht mehr zu kaufen. Es gab mal einen Aufsteller. Da gab es sie, glaube ich, für eine Woche, zwei Wochen oder so. Und jetzt gibt es sie nicht mehr. Ich habe auch nachgefragt dort bei einer Mitarbeiterin. Auf jeden Fall war es eine LA. Und es gibt sie nur noch online zu bestellen. Also wenn ihr die kaufen wollt, es gibt sie nur noch online. Die sind wirklich sehr lecker. Hier sind 100 Gramm drin, nicht so viel, aber sie sind billiger, als wenn man sie jetzt ja, auf dem Weihnachtsmarkt kauft sowieso, aber auch so im Laden. Und ja, schmecken auch nicht alle Maronen, muss ich sagen, aber die schmecken richtig gut. Also 100 Gramm gegarte Maronen von DM, von der Bio-Marke hier, DM Bio, kann ich euch empfehlen, könnt ihr bestellen. Dann aus dieser Limited Edition, wie ich euch schon genannt habe, ist ganz neu jetzt. Warm Wishes Creme Dusche, das ist eben das gleiche hier. Es gibt eine Handcreme und eine Dusche. Riecht wie die Handcreme. Richtig gut, richtig schön, süßlich, nach Kirsche, sehr stark nach Kirsche. Gefällt mir total gut und das Design, das ist richtig schön weihnachtlich auch schon. Gefällt mir. Also Balea hat immer so schöne Designs und es ist ja nicht nur so, dass das Auge mit ist, das Auge kauft auch mit. Ne? Also wenn ein schönes Design bei einem Produkt ist, dann greift man eher dazu. So, dann habe ich jetzt nur noch Augenpads mir noch bestellt von Balea. Diese hier. Die sind so durchsichtig und ein bisschen mit Glitzer. Die sind sehr, sehr schön. Und von Garnier. Einmal die gelbe Variante hier und einmal diese blaue, türkisene. Ich weiß gar nicht, warum ich so wenig Augenpads bestellt habe. Normalerweise bestelle ich immer 10 Stück oder irgendwie sowas, aber jetzt habe ich hier nur 4. Aber okay. So, und das letzte Produkt ist dieser Riegel. Ich weiß auch nicht, warum ich nur einen bestellt habe davon. Aber egal. Der ist richtig lecker, den habe ich euch auch schon gezeigt. Ist zwar schon was an Zucker drin, aber ich finde trotzdem besser den als ja, sowas anderes, ungesundes, süßes, jetzt wie ein Schokoriegel oder sowas. Da finde ich den schon ganz gut. Der ist auch ein bisschen so, also der ist süß, aber er ist auch ein bisschen sauer. Na, hier sind Vollkorn, Haferflocken drin, Cranberries, Himbeeren und Blaubeeren. Und der ist komplett ohne Schokolade. So Leute, das war mein Einkauf online und im Laden. Schreibt mir gerne, wie euch dieser Haul gefallen hat. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!